dem heutigen Video geht es um das Beschneiden von Stängelpflanzen und Bodendeckern. Ich habe in meinen Aquarien nur noch wenige schnell wachsende Stängelpflanzen und Bodendecker. Ganz einfach aus dem Grund, weil es mir auf Dauer in 13 Becken zu viel Arbeit war, diese jede Woche zurückzuschneiden. Ich zeige euch in diesem Video, wie ich den Rückschnitt erledige und wie ich so einen buschigeren Wuchs bei Stängel- und bodendeckenden Pflanzen erreiche. Viel Spaß bei dem Video! Beginnen werde ich bei dem Diorama-Style-Aquarium. Und zwar habe ich die Rotala Nanchen San hier quasi als Aufsitzerpflanze verwendet. Und zwar habe ich die unteren Wurzel in so einen Keramikring gesteckt, der bei Bucephalandras dabei ist. So, ich kann die Pflanze also ganz einfach entnehmen. Dann außerhalb vom Becken beschneiden und danach wieder einsetzen. So, die Pflanze ist jetzt einmal gekürzt und jetzt kommt sie so wieder zurück an ihren Platz. Und das mache ich jetzt auch mit den anderen, die ich hier platziert habe. In diesem kleinen Cube geht es jetzt dem braunen Hornblatt oder Hornkraut an den Kragen. Dieses Kraut eignet sich hervorragend zur Algenprävention und es ist ein sehr schnellwüchsiges Kraut, das super überflüssige Nährstoffe dem Wasser entzieht. Das Hornkraut ist eine sehr schnellwüchsige Stängelpflanze und bei mir schafft sie am Tag manchmal sogar 3 cm. Ich hole jetzt mal ein Stück raus. Und wie man vielleicht sieht, die einzelnen Halme sind schon sehr lang geworden. Ich habe jetzt mit dem Fingernagel einfach die obersten Köpfe abgeknipst und setze sie dann zusammen einfach wieder in den Hintergrund des Aquariums. Sie müssen nicht unbedingt im Substrat eingegraben werden. In diesem Becken ist es nun Zeit, die Hygrophila pinnatifida zurückzuschneiden. Es handelt sich hierbei um eine Aufsitzerpflanze, die sehr starke und große Stängel gebildet hat und auch viele verzweigte Ausläufer, die zurückgeschnitten werden müssen. Als erstes beginne ich, und zwar ich habe hier so eine kleine Nagelschere. Man kann Unmengen von Geld für Aquaristikscheren ausgeben. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe mich entschieden jetzt hier für eine Nagelschere, die vorne abgerundet ist. Und jetzt gucke ich, dass ich die Pflanze oberhalb von 2 Blättern abschneide. Und so das Gesamtbild hier wieder etwas harmonischer ist. Diese hier sieht eigentlich ganz schön aus im Vordergrund, dass er etwas höher ist. Allerdings die kann weg.
hinten. Die können auch zurück. Man sieht mittlerweile, die sind so hoch geworden, dass sie schon im Erst wachsen. Allerdings unter der starken Lampe verbrennen die Blätter sehr leicht. Man sieht aber, sieht man nicht so gut, die Blätter sind sehr schön rot geworden durch die starke Beleuchtung. Und wenn man wollte, könnte man jetzt hier die zwei untersten Blätter einfach abziehen und so irgendwo ins Hardscape stecken oder irgendwo aufkleben und die Pflanze würde neue Triebe entwickeln und weiter wachsen. Die großen Stängel sind jetzt entfernt und jetzt kommt noch ein bisschen Kosmetik für den Vordergrund. Man sieht hier, wie die Pinnatifida kriechend schon über den Stein wächst und sich mit ihren Haftwurzeln schon festgeklammert hat. Das kommt etwas weg. Sonst sieht man irgendwann von den schönen Steinen nichts mehr. Hier ist noch, das kann weg. Das hier. Einfach wieder ein wenig ausdünnen. So haben die Pflanzen wieder mehr Platz, sich zu entfalten. Dabei kann man auch abgestorbene Blätter entfernen. So, ich finde, das Gesamtbild sieht jetzt wieder harmonischer aus. Was jetzt wichtig ist, und zwar, ich habe jetzt hier eine Menge Pflanzenmasse entnommen. Da muss man jetzt natürlich bei der Düngung in nächster Zeit etwas aufpassen, denn der Nährstoffverbrauch ist dementsprechend niedriger als vorher. Auch in diesem Becken wird es Zeit, die Hygrophila pinnatifida etwas einzukürzen. Zwar hier hinten im Hintergrund. Und hier auf der Seite. Man sieht auch hier, wie sie kriechend versucht, überall ein Plätzchen zu finden. Die ist sogar schon hier hochgewandert auf das Holz. Aber das lasse ich dran. Das gefällt mir ganz gut. Hier auf der Seite ist die Gratiola viscidula. Die bekommt auch schöne rote Blättchen, die kann man, wenn man möchte, auch ein wenig abknipsen und dann den Kopfsteckling einfach wieder in eine Spalte oder zu den Pflanzen dazu stecken. Und sie wächst an dieser Stelle dann einfach weiter.
die Persicaria Species Sao Paulo. Hier mit ihren schönen roten Blättern habe ich wie bei der anderen Rotala auch als Aufsitzer. Bei Bedarf einfach rausholen, beschneiden, natürlich dann wieder in den Ring reinstecken und zurück an ihren angestammten Platz. Ich verdecke dann das Tonröhrchen noch ein wenig. So. Die hat noch ein bisschen Zeit zum Wachsen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!